Das Institut für Talententwicklung organisiert jedes Jahr an 90 Standorten Fachmessen für Ausbildung und Studium. Darunter auch die Vocatium in Münster. Die Vocatium-Messe hier in Münster, das ist eine Fachmesse für Ausbildung und Studium. In diesem Jahr haben wir 80 Aussteller auf der Messe. 80 Aussteller bedeutet Unternehmen. Das sind Ausbildungsbetriebe, Hochschulen, Akademien, Fachschulen, aber auch Beratungsinstitutionen. Die Aussteller suchen auf der Messe nach Nachwuchskräften. Das Institut arbeitet vor und während der Messe als Begleiter und Berater für die Schüler, Schulen und Aussteller. Diese Messe wurde mit ganz viel Liebe und jetzt vorbereitet. Wir hatten eine Auftaktveranstaltung in Warendorf und die Mitarbeiter von der Talententwicklung gemeinsam mit den Schülern diese Messe schon einmal vorgestellt haben. Und dann konnten die Schüler ihre Gesprächstermine auch schon festzurren. Der Vorteil bei der Vocatium ist, dass man schon am Anfang konkrete Termine hat, wann die Schüler zu einem kommen. Und am besten ist es, dass die Schüler auch schon so ein gewisses Know-how haben. Die haben auf Zettel einige Fragen schon notiert. Also wir finden es ganz klasse, weil halt ganz viele Schulen halt hier sind. Wir nehmen halt Schüler auf, die Fachabi oder Abi gemacht haben. Also da finden wir hier ein großes Portfolio wirklich an super Interessierten. Was eben auffällt, hier ist einfach eine tolle, angenehme Atmosphäre. Und die Teilnehmer, die hier sind, geben sich ganz viel Mühe, sind hoch motiviert. Und unsere Schüler haben hier also ganz viele tolle Informationen bekommen, die sie auch in die Schule mitnehmen können. Nach 7 Jahren Vocatium-Messe in Münster versucht der Veranstalter, sich auch neuen Herausforderungen wie zum Beispiel der Klimakrise zu stellen und sich weiterzuentwickeln. Wir haben heute zu dem Thema Ausbildung für den Klimaschutz gemeinsam für eine nachhaltige Zukunft diskutiert, uns ausgetauscht in dem Pressegespräch. Während des Pressegesprächs saßen Aussteller, Schulen und Schüler an einem Tisch, um zusammen Ansätze für die Zukunft zu erarbeiten. Fortsetzung folgt im nächsten Jahr.